Tja. Er hat halt keine. Wieso sind es vier? Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe Ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Der Arme. Er hatte leider keinen Dingsbums, was ich habe. Ich weiß nicht, was ich habe. Wo ist der Mimik hin? Der ist hier hingerannt. Ich hab's gesehen. Ist der da durch oder was? Nee, kann man gar nicht. Da waren gerade vier Mimics. Wo sind die bitte hin? Willst du mir erzählen, dass die jetzt alle einfach weg sind? Sie hatten einfach doch keinen Bock mehr oder was? Hier waren gerade vier Mimics. What the fuck? Aber okay. Als ob wir hier nichts. Die Sache. Hier muss doch irgendwas ein Mimik sein. Als ob das alles echt ist. Das triggert mich gerade. Drei E-Mails. Das Ding. Oha, voll der coole Ventilator. Test nächste Woche. Hallo Jovan. Wir möchten die Räume für den neuen Testplan abstimmen. Und zwar folgendermaßen. Raum A, Wirkungsbereich. Raum B, Nachahmer. Raum C, geisterhafter Fernwirkung. Geisterhafte Fernwirkung. Wirkungsbereich? Also Raum A war ja Dings. Wegwerfen. Also halt diese Dinge aus dem roten Kreis holen, die Kisten. B war dann. Ich glaube, B war verstecken. Obwohl, nein. B war springen. Dann war verstecken. C. Sag ich bitte Bescheid, wenn es Änderungen gibt. Okay. Dringend. Oh, ach so, lol. Von Marcus Simons. Das ist der Typ, der in Traumazentrum. Der Typ, der von der, wo wir vorhin das Dings gesehen haben. Hi! Hi, Laila. Dings, Laila, das Spiel ist so cool, ich muss dir was zeigen. Das ist ein glücklicher Mensch. Hier, schau, er lacht. Und ich, hier. Es gibt in dem Spiel Looking Glass Technologie. Warte, das Ding heißt halt Looking Glass Technologie. Hier sieht man so ganz normal Start, alles schön, bla bla. Aber das ist halt nicht echt. Das ist einfach nur so eine Art Bildschirm, der das so aussehen lässt. Und ich finde, das sieht einfach so unnormal cool aus. Das, ja, ich liebe es. Jetzt muss ich wieder Dings zum anderen Raum. Ja, und da ist es halt auch so. Also der. Wie geht das so? Keine Ahnung, aber quasi die Story ist so, ich war hier in diesem Raum drin und ich wusste nicht, dass das hier nicht echt ist, dass es Looking Glass ist. Ich dachte, das wäre halt eine echte Stadt. Und die haben mich da hinter dem Glas die ganze Zeit hier beobachtet und geschaut, was ich mache. Und mich glauben lassen, ich wäre halt in so einem Projekt und wir brauchen das in unserem Haus. Ja, sicher. Weltraum-Stuff, so, keine Ahnung, dass ich immer Sachen machen muss. Und das ist halt, sind das sogar die Aufzüge einfach fake, wenn ich zum Beispiel runterfahre. Dass ich nicht mit dem Aufzug fahre, sondern außerhalb des Aufzugs passiert einfach das, dass die Räume sich einfach verändern. Und jetzt sind irgendwelche Dinge passiert, dass alles kaputt gegangen ist und irgendwie kein
lebender Mensch irgendwie noch mehr hier ist. Zumindest habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Und das ist bis jetzt so die Story. Ach ja, und es gibt Mimics. Mimics sind so Viecher, die sich in Stühle oder generell in irgendwelche Sachen verwandeln können. Die sehen dann exakt so aus wie die Sachen halt. Und dann können sie dich auf einmal angreifen. Klingt sehr lustig. Nein, Mimics sind nicht lustig. Da kann man auch. Das will ich auch. Warte, warte, warte. Ich finde das so cool. Diese Looking Glass Technologie ist so cool. Das ist so der Raum, wo alles gestartet hat. Es soll so aussehen, als wäre ich auf dem Dach von einem Gebäude. Und als ich dann in den Helikopter eingestiegen bin und angeblich zu einem anderen Ort geflogen bin, haben die einfach hier drauf gedrückt. Und es ist halt dann das passiert. Und dann, als ich aus dem Helikopter ausgestiegen bin, war ich halt wirklich an einem anderen Ort. Aber auch nicht. Ich habe nur gedacht, ich wäre woanders. Und ich finde das so cool. Und jetzt gibt es halt ein kleines Problem mit den Mimics, weil die machen, dass die Leute so aussehen und das ist, glaube ich, nicht so gesund. Und hier in diesem Raum sind, glaube ich, Mimics. Und deswegen bin ich so paranoid, wenn ich Objekte irgendwie zweimal sehe, dass ich Angst davor habe. Spiele auf deine Art. Ui, das bewegt sich. Ich kann entweder nach der Schlüsselkarte suchen oder einen anderen Weg finden. Cool. Ah, stimmt, hier braucht man Schlüsselkarten. Stimmt. Als ob hier kein Mimik ist. Hier ist viel zu oft. Ja, ich wusste es. Arschloch, komm her. Wo bist du hin? Nein, bitte verwandle dich nicht nochmal. Was ist da noch alles? Aha, ja. So sehen doch keine Gehirne aus. What the fuck? Was ist? Das ist eher ein Gehirn, aber auch irgendwie komisch. Ich muss wieder kurz weggehen. Okay, dann bis gleich. Du bist ja nett. Ich habe da irgendwo eine Mimik gehört. Ich mag das nicht. Hi. Hat der... Ich habe es gerade nicht richtig gesehen, aber hat der Mimik sich gerade als Mimik-Leiche getarnt? Also, ich habe halt irgendwie zwei solche schwarze Dinge hier liegen sehen und auf einmal greift mich das an. Test am 24.03. Test neu anordnen. Lucia auf Beobachtung. Test zum Brennverhalten auf unbestimmte Zeit gestrichen. Alex möchte morgen vor Test begrüßen. Okay. Einfach nur irgendwelche Notizen. Das ist irgendwas. Ah, das ist eine Schlüsselkarte, okay. Okay, aber ich habe da vorhin auf dem anderen Computer, da war eine E-Mail, die sehr interessant war. Nämlich. Hier, das habe ich nicht gelesen. Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten zu Mimics und das sind alles so komische Wörter. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Mein Gott, das hier, sieht jetzt aus, als könnte ich überhaupt nicht lesen, aber es sind alles Wörter, die ich noch nie gesehen habe. Fernmanipulation aus der Forschungsarbeit entwickelt. Entwendet. Entwickelt auf jeden Fall.
gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seiner Leiche den Schlüssel, die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist. Aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anderes diese Daten findet. Zum Traumalabor. Traumazentrum. Und was ist bei Markus Simmons? Markus Simmons ist doch da hier. Warte, das ist hier Simulationslabor. Aber ist das Traumalabor auch irgendwo hinten? Weil Simulationslabor, Observation. Ja, hier wurde ich halt beobachtet. Weil halt der Raum von Markus, Marco, weiß gerade nicht mehr genau, wer er heißt, der ist doch hier irgendwo. Der ist. Achso, das sind die Testräume, okay. Achso, Leute, ich dachte, das wäre die Tür. Wo ist denn die Tür? Wirklich? Ist das alles Looking Glass? Nein, das ist echt. Hä? Wo ist die Tür? Ach. Marco, du machst Stress. Oder Markus, ich weiß gerade nicht genau, wie du heißt. So. Müssen kurz nochmal zum anderen Dach fliegen. Ha. Oder? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen lost. Aber egal, ich mach mal das andere Dach an. Wo ist denn die Tür, wo ich durch muss? Ah, ich hier. Okay, das heißt, ich musste wirklich das andere Dach anschalten. Vitalwerte kritisch. Das war nicht gut. So. Okay, und hier war das Dings von Marco. Irgendwo hier. Zumindest der PC von ihm. Und seine Leiche? Nicht. Wo ist Marco hin? Ich will diesen Code haben. Mann. Hey du. Ah, okay. Das ist. Das ist scheiße. Wieso kann ich den Code nicht sehen? Müsste ich aber hier schon reinkommen, oder? Ja, perfekt. Ich muss ins Traumalabor. Oder Traumalabor war es, glaube ich, ja. Und das ist vermutlich, wenn ich weitergehe. Jetzt habe ich ja eh die Schlüsselkarte. Das habe ich schon gelesen. Hier war ich zuletzt. Das habe ich aber noch nicht gelesen. Testergebnisse Persönlichkeitsabweichung. Okay. Dr. Bellamy, hier sind die Ergebnisse des heutigen Persönlichkeitstests. Ich stelle im Vergleich zu vorherigen Ergebnissen eine gewisse Abweichung fest. Und zwar nicht zum ersten Mal. Ich werde Alex Bescheid sagen. Den letzten Test habe ich zur Ansicht nachfolgend eingefügt. Sie planen ihren Urlaub und achso, das sind diese Fragen und was ich ausgewählt habe. Okay. Aber das mit dem dicken Mann war einfach zu lustig, um es nicht zu nehmen. Die täglichen Tests, habe ich das nicht eh schon gelesen?
Ah, okay, nein, das ist was anderes. Dr. Bellamy, mittlerweile ist Morgan so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit ver... Ich kann nicht mal mehr reden. Nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? Kommen meine Leute zu dir? Sie... Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keine Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten Angststörungen in einer... Du mit der Hand weg. In deiner Abteilung erheblich. In deiner Abteilung erheblich. In der Psychotonik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrup. Was ist denn das für ein Namen? Wer nennt sein Kind Kelstrup oder Kelstrup? Wie wir den Stresslevel. Den Stresslevel? Ist nicht das? Okay. Den Stresslevel. Das Level? Ich dachte, es wäre das Level. Ah, fuck it. Dort etwas senken könnten. Aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in den nächsten Vorstandssitzungen mal mit Alex darauf ansprechen. Mal Alex darauf ansprechen. Mach das, wenn du noch lebst. Ui, kann ich. Yay. Februar 2035. Das ist auf jeden Fall. Ich kann den einfach mitnehmen, jo. Auf jeden Fall ist das das Datum, wo zumindest das mit den Mimics und so passiert ist, weil es könnte ja auch schon sein, dass es jetzt irgendwie 20 Tage später ist, aber es ist gar nicht hier, um den Kalender weiterzumachen. Irgendwas war anscheinend mit den Räumen. Da haben wir hier noch einen Computer. Hey. Fehler. Er wurde gesperrt. Hacken kann ich ihn auch nicht. Noch nicht. Oh, ist das ein Auge? Ah, ich habe es gar nicht gesehen zuerst. Das kann ich auch tragen, bringt mir aber nichts. Hier ist noch ein PC, der nicht gesperrt ist. Frage zur Simulation. Hallo Alice, ich schicke Ihnen die Studie, die Alex und Morgan verfasst haben. Hallo Alice, okay, ich habe kurz gedacht, das wird an Alex geschickt. Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Ich mache mal meine Maus weg, die stört. Ah, scheiße, die sind wir in der Mitte. Das Erlernen einer neuen Fähigkeit mittels Neuromod funktioniert so wie das Anlegen neuer Erinnerungen im Gehirn. Tatsächlich ist es vorerst nicht möglich, die durch die Mods bewirkten Veränderungen von den normalen vom normalen Erinnerungsbild zu unterscheiden. Wenn ich also die Neuromod entfernen, wenn ich also die Neuromod entfernen möchte, ah, okay. Wenn ich also den Neuromod entfernen möchte, dank der Sie wie Gustav Leiter Klavier spielen, wird Ihr Gehirn auf dem Stand vor der Installation zurückgesetzt. Ah, okay, wenn man Neuromods entfernt, dann verliert man seine Erinnerungen. Sie wollten, dass Morgens Gehirn vollkommen unberührt ist, wenn es Prototyp Neuromods erhält. Hier musste also extrem zurückgespult werden. Daher auch die Wohnungssimulation, die Jews haben sich wirklich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben. Melden Sie sich nachher mal wegen Mittagessen. Okay.
kann es irgendwie noch nicht so ganz glauben. Also alle, so wie die alle gerade drüber reden, ist es, als hätte ich zugestimmt, dass sie meine Erinnerungen löschen und so. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Simulationslabor. Hä? Aber das Simulationslabor ist doch da hinten.